Tür ist offen. Frau Wolf, der Tisch war nach vorne, schnell. Frau Wolf. Oh, Nina. Hallo, Nina. Sandra, bist du das? Ja. Oh, Gott sei Dank. Wie geht's Ihnen? Oh, was hast du da denn? Das sieht übel aus. Willst du über Funk mal einen Rettungswagen? Ja. Oh. Okay. Komm, versuch mal. Pascal hat mich bewusstlos geschlagen. Komm, komm. Geht das? Ja. Oh. Das ist übrigens der Dittberner. Ohne seine Hilfe hätten wir dich nicht gefunden. Danke. Der hat sich richtig eingesetzt für dich. Frau Wolf, entschuldigen Sie die Frage. Aber warum sind Sie denn da nicht einfach rausspaziert? Die Tür war doch offen. Nein, die war abgeschlossen die ganze Zeit. Ich hab's ja doch gerade runtergedrückt, die Klinke, und aufgeschoben, also. Das kann ich nicht. Haben Sie das nicht bemerkt? Ich hab die ganze Zeit daran rumgerüttelt. Ich meine, ich hab gedacht, dass vielleicht dieses Schloss irgendwann aufgeht. Irgendwie wirkt es jetzt schon so, als wenn Sie Ihren Mann in ein ziemlich schlechtes Licht drücken wollen. Also. Warum sollte sie das denn machen? So ein Blödsinn. Nein, der hat mich niedergeschlagen und versteckt, weil er den Felix mir wegnehmen möchte. Wirklich? Wo ist er denn überhaupt, der Felix? Wir suchen ihn auf jeden Fall nicht. Na gut. Nichtsdestotrotz, ich finde, wir sollten diese baufällige Bude hier verlassen. Sie verarzten lassen. Wenn wir damit fertig sind, kommen Sie mit aufs Präsidium. Da vernehmen wir Sie in aller Ruhe und klären die Sache. Und jetzt folgen Sie mir vorsichtig. Ich will doch nur meinen Jungen haben. Wo ist denn der Felix? Bitte. Der Pascal war das doch. Ganz gut. Nina Wolf kann sich vor Sorge um ihren Sohn kaum beruhigen. Sie ist sich ganz sicher, ihr Mann verkraftet nicht, dass sie ihn verlassen hat und will nun mit dem 6-jährigen Felix abhauen. Oh Mann, ich bin so froh, dass wir dich gefunden haben. Hoffentlich finden die Felix. Wir finden Felix, da bin ich mir ganz sicher. Alles Gute. Okay. Natürlich finden wir den. Wir haben so tolle Unterstützung. So, nochmal von vorne. Sie haben jetzt nicht gesehen, wer sie von hinten niedergeschlagen hat, oder was? Nein, aber das kann nur Pascal gewesen sein. Ja, wer denn sonst? Ist doch ganz logisch, dass der das war. Wo ist denn Felix? Ich habe so eine Angst, dass ich ihn nicht wiedersehe. Bitte, hat ihn bestimmt mitgenommen. Ich habe mir ausgesucht. Da ist er nicht. Haben Sie eine Ahnung, wo er stecken könnte? Nein, ich kenne hier niemand. Ich bin doch erst seit kurzem in Berlin. Ich muss Sie jetzt mal fragen. Ihr Mann hat angedeutet, dass Sie psychische Probleme haben. Können Sie mir sagen, was er damit meint? Was? Ich bin doch nicht psychisch krank. Das kann nicht sein. Ey, mein Mann ist der Psychopath. Ich muss Ihnen das sagen, weil Ihr Mann hat uns das im Beisein der Polizei erzählt. Ja, die werden Sie das auch fragen, weil die Tür oben, die war offen. Das wirft Fragen auf. Mann, jetzt denken die, ich habe eine an der Waffe. Oh nein. Die Ehe war die Hölle. Er hat mich geschlagen, die ganze Zeit. Wegen Kleinigkeiten. Entweder weil die Suppe kalt war oder weil sie heiß war oder weil der Kleine geweint hat. Der war ein Tyrann, ein Monster, wirklich. Sie sagen geschlagen. Wie oft hat er sie geschlagen? Ja. Ein, zwei Mal oder ist das regelmäßig? Es ist ja wohl völlig egal, ob ein oder zwei oder 100 Mal. Es geht doch ums Prinzip, ums Nein, Ding. Das ist jetzt gerade mal sehr wichtig. Na ja, einmal in der Woche schon. Haben Sie mal mit jemandem darüber gesprochen? Waren Sie mal beim Arzt oder so? Es gibt keine Zeugen. Ich meine, ich war bei Dr. Beck, also. Der hat mich gefragt, warum ich so viele blaue Flecken habe, aber ich hab ihm nicht getraut, die Wahrheit zu sagen. Pass mal auf. Ich habe eine Schweigepflicht im Bindungsverklärung mit dabei, die war eigentlich die Verfahrensakte, weil ich wissen wollte, was Ihnen da passiert ist. Aber dann würde ich jetzt mal zu Ihrem Arzt fahren. Bitte füllen Sie das mal aus, auch die Kontaktdaten von dem Arzt. Ich würde da jetzt mal vorbeigehen und mit ihm sprechen und unterschreiben. Ja? Frau Wolf, ich muss Sie jetzt vorsorglich darauf hinweisen, dass wir Ihre Wohnung durchsuchen werden, weil die Möglichkeit besteht, dass Ihr Sohn sich dort befindet. Nein, Pascal hat ihn entführt, wirklich. Das haben Sie jetzt schon zum 100. Mal runtergeleiert.
Ich weise auch noch mal darauf hin, jemand anderen einer Straftat zu beschuldigen, ist ebenfalls eine Straftat. Also entschuldigen wir, also allen Ärzten. Ich glaube wirklich, dass sich da oben alleine allen Ärzten eingesperrt hat und das alles hier nur vorfaked, ein paar Tage lang. Glauben Sie das echt? Kommen Sie mal. Nee, haben Sie es verstanden? Ich habe Sie schon verstanden. Kommen Sie einen Moment mit mir hier rüber. Also, der Herr Wolf hat sich bei uns in der Zentrale gemeldet und wohl Zeugen angegeben, die bestätigen, dass der mentale Zustand von Frau Wolf nicht der Norm entspricht. Ich bin mal gespannt, was das für Zeugen sind. Und welche Wiener die Pfanne haut. Also nehmen Sie jetzt mit? Wir würden Sie gern vernehmen, ja. Haben Sie ausgefüllt? Mhm. Passen auf, die Polizei nimmt Sie jetzt mit aufs Präsidium. Ich fahre jetzt zu Ihrem Arzt und spreche mit dem. Ja? Könnten Sie mitfahren, bitte? Ja, natürlich. Ich bleib bei ihr. Und ich komme dann nach. Ja? So. Ja. Langsam. Kommen Sie vor, ganz ruhig. Also ehrlich gesagt ist es jetzt schon sehr wichtig, die Glaubwürdigkeit dieser Zeugin wiederherzustellen, der Frau Wolf. Denn da stellen sich einfach wirklich Fragen, ja? Also wenn jemand in so einem Dachboden sitzt bei unverschlossener Türe und behauptet, er wird da gefangen gehalten, also dann denkt man eigentlich schon, der hat einen an der Waffel. Auf der anderen Seite ist auch vollkommen schwachsinnig, dass sich jemand da oben in so ein Loch setzt und darauf wartet, gefunden zu werden. Also das ist noch absurder und deswegen glaube ich der Frau auch. Und deswegen werde ich jetzt zu diesem Arzt fahren, mit dem reden und dann hoffe ich einfach, dass die Polizei ein anderes Bild von ihr kriegt. Nina Wolfs Arzt ist heute nicht in der Stadt, doch er betreibt mit seiner Frau eine Gemeinschaftspraxis. Frau Dr. Hatice Beck kennt den Fall und erklärt sich sofort bereit, Niklas Dittberner Auskunft über den Leidensweg ihrer Patientin zu geben. Ja, sehr nett, dass Sie so spontan Zeit nehmen konnten. Ich habe auch noch mal die Schweigepflichtentbindungserklärung von der Frau Wolf mitgebracht. Ja, danke schön. Also können wir wirklich ganz frei miteinander reden. Ja, ich habe mir schon die Akte hier hingelegt. Ja, wie geht's denn, Frau Wolf? Naja, ich sag mal so, also den Umständen entsprechend eigentlich ganz gut. Aber sie hat mir gesagt, dass sie also öfter von ihrem Mann geschlagen worden sein soll. Ach, hat sie sich jetzt entschlossen, die Wahrheit zu sagen? Das war also mal ein Thema zwischen ihnen, ja? Ja, das war schon öfter ein Thema. Sie war nicht das erste Mal mit irgendwelchen Verletzungen hier. Leider hat sie das immer verneint. Und es ist auch nicht untypisch für solche Frauen, aus Angst vor ihren Männern, sich irgendwelche kreativen Erklärungen für die Verletzungen auszudenken. Das sieht man ja auch, nur die Aussagen in den Verletzungsbildern, ist ja klar. Ja, das ist natürlich, es gibt ganz typische Merkmale natürlich bei den Untersuchungen, bei den Röntgenbildern, wo man genau erkennen kann, ob eine Verletzung durch einen Unfall oder durch einen Schlag passiert, sage ich mal. Aber ich habe das richtig verstanden, also Ihnen gegenüber hat es schon immer irgendwie bestritten, also sie hat das nie eingeräumt, dass sie geschlagen worden sein soll? Nein, natürlich nicht. Also sie hat sich da schon bedeckt gehalten. Ich denke mal, dass sie Angst hatte vor ihrem Mann. Sagen Sie mal, wären Sie bereit, das auch vor Gericht auszusagen? Oder vielleicht erst mal jedenfalls gegenüber der Polizei im Laufe dieses Ermittlungsverfahrens, was jetzt gerade noch gegen Sie läuft? Ja, natürlich. Ich habe ja hier die Erklärung der Entbindung der Schweigepflicht, solange Frau Wolf das wünscht, natürlich. Wunderbar. Das war die erste Frage. Und dann hatte ich noch einen weiteren Punkt, der mich interessieren würde. Haben Sie mal irgendwelche Anhaltspunkte dafür gefunden, dass sie irgendwie einer psychologischen Erkrankung leidet oder so? Hat sie Ihnen gegenüber das mal thematisiert oder dergleichen? Nein, thematisiert nicht. Ich glaube das auch eigentlich gar nicht. Aber letztendlich kann das nur ein Experte feststellen. Aber meiner Meinung nach nicht. Also jedenfalls keine offensichtlichen Anhaltspunkte dagegen. Nein, im Gegenteil. Ich fand sie eher sehr ruhig dafür, also für all die Sachen, die sie offenbar jetzt miterlebt hat. Ja. Auch keine Überweisung oder so? Nein, auf gar keinen Fall. Okay. Ja, gut. Das war eigentlich das, was ich mal klären wollte. Ja. Wunderbar. Das war's schon. Ja. Ich danke Ihnen. Gerne. Ach so, eine Sache noch. Ja. Wäre das möglich, das nochmal schriftlich von Ihnen zu bekommen? Ja, natürlich. Kein Problem. Ja? Na klar, wenn es Frau Wolf nützt. Gerne. Würde es geben. Ja. Ich danke Ihnen. Alles klar. Schönen Tag noch. Tschüss. Tschüss. Also das war jetzt endlich mal ein Treffer in Schwarze, weil die Angaben von der Frau Beck, die untermauern natürlich die Angaben der Frau Wolf, dass sie eben regelmäßig geschlagen worden ist. Und das beweist auch, dass Herr Wolf ordentlich lügt, wenn er sagt, er hat dir nie was angetan. Und ich werde jetzt zurück zur Polizei fahren, dass der Polizei stecken. Und ich denke mal, dann steht Frau Wolf auf jeden Fall besser da. Auf dem Polizeipräsidium kann es Nina Wolf unterdessen kaum ertragen, auf das Ende der Wohnungsdurchsuchung zu warten. Sandra Lorenz kümmert sich zwar rührend um sie,
Doch je mehr Zeit verstreicht, desto größer wird Ninas Angst, dass der Halbfranzose Pascal den gemeinsamen Sohn nach Frankreich verschleppt. Oh, ich schalte dieses Warten hier nicht mehr aus. Ich will endlich wissen, wo mein Sohn ist. Ich verstehe auch überhaupt nicht, warum die jetzt deine Wohnung nach ihm durchwühlen. Die sollen mal lieber gucken, wo Pascal geblieben ist. Das ist viel wichtiger. Wenn ich nur daran denke, dass Pascal mit Felix nach Frankreich gegangen ist. Das macht mich wahnsinnig. Nein. Da finde ich ihn nie wieder. Nein, das tut er nicht. Der ist bestimmt noch hier in Berlin, ganz bestimmt. Ich weiß gar nicht, was die da so lang machen. Beruhig dich. Die tun doch alles, was sie können. Ich hab nur Pech, Mann. Und das mit Pascal, das war mein größter Fehler. Aber war der denn schon immer so böse und brutal zu dir? Schon immer? Ich meine, am Anfang natürlich nicht. Aber dann wurde ich schwanger. Und da ging das los. Und danach habe ich nur noch gelebt, um Felix vor Pascal zu schützen. Bis ich es nicht mehr ausgehalten habe. Dann bin ich hier nach Berlin gekommen. Und ich dachte, ich habe endlich meine Ruhe. Ich wusste gar nicht, dass er uns so schnell findet. Ich werde bei dir bleiben. Ich weiß gar nicht, wie ich dir danken soll. Danke. Wir kriegen das schon alles hin. Guck mal, gute Freunde sind so wichtig. Und wir stehen das wirklich gemeinsam jetzt durch, okay? Dankeschön. Auch der Felix, ich meine, der hat sich schon so wohl gefühlt hier in Berlin. Der hat einen neuen Freund gefunden. Ich glaube, Lukas heißt der. Die haben sogar schon von beste Freunde gesprochen. Ist das nicht süß? Ja, das ist halt bei Kindern so, ne? Also da geht das ja auch immer ganz schnell, eigentlich, wenn man sie mal kurz umpflanzt. Aber Lukas, bester Freund? Mensch, vielleicht weiß der irgendwie was. Vielleicht weiß der, wo Felix abgeblieben ist. Ich meine, wenn die Freunde sind, dann hat er ihn ja vielleicht gesehen nach der Schule, wo er hingegangen ist. Oder sie sind zusammen von der Schule gegangen. Mensch, da hätten wir doch viel früher drauf kommen können. Ja, aber zusammen? Nee, der würde niemals mitgehen. Da ist er viel zu schüchtern für. Du, das wissen wir doch nicht. Was hältst du davon, wenn ich Herrn Dittberner mal anrufe? Und dann kann er gleich zur Schule sich die Adresse geben lassen und gucken, ob er irgendwas weiß. Ja. Nee, das ist eine gute Idee. Gut, rufen wir den noch mal an. Ich will einfach nur noch meinen Felix wieder. Und wenn Pascal soll von mir aus rumreden, wie er will, dass ich verrückt bin oder so. Ich meine, ich weiß es ja besser. Es ist alles egal. Hauptsache, ich habe bald meinen Sohn wieder. Niklas Dittberner geht der neuen Spur sofort nach. Binnen 30 Minuten kann der Anwalt ein Treffen mit Felix' Freund Lukas Ries und seiner Mutter Anne auf einem Spielplatz arrangieren. Sehr nett, dass ich ein bisschen Zeit genommen habe. Ja, na, natürlich. Lukas, komm mal bitte her. Hey. Schau mal, das ist der Herr Dittberner. Das ist ein Freund von dem Felix und der möchte ich gern was fragen. Mhm. Ja? Du, der Felix, der ist gestern nach der Schule nach Hause gekommen. Und die Mama, die macht sich gerade ganz schön Sorgen um den. Und ich helfe ihr so ein bisschen, ihn zu finden. Hast du da irgendwas gesehen gestern nach der Schule? Keine Ahnung, hab nichts gesehen. Aber ihr seid doch zusammen aus der Schule raus, oder nicht? Hast du da irgendeinen Mann oder eine Frau gesehen, die den Felix abgeholt haben? Ich hab nichts gesehen. Du, das ist ganz wichtig, Lukas. Ist der Felix gestern mit irgendjemand mitgegangen? Du, wenn den ein Mann oder eine Frau abgeholt haben, die dem nichts Gutes wollen, dann ist er echt in Gefahr. Und deswegen musst du uns sagen, wenn du was gesehen hast, okay? Darf ich jetzt spielen gehen? Warte mal bitte noch einen Moment. Hast du wirklich nichts gesehen? Denk mal bitte nach. Menno, ich wollte jetzt spielen gehen. Na, dann geh mal spielen. Komm. Ja, tut mir leid. Also irgendwie. Ja, bockt er jetzt sozusagen? Oder hat er wirklich nichts gesehen? Was meinen Sie? Ich glaube einfach, dass er Angst hat. Ich glaube einfach, Angst. Dass, ja, das wird ihm einfach erst irgendwie eingeschüchtert. Ich versuche einfach mit ihm nachher noch mal in Ruhe zu sprechen. Vielleicht sagt er mir ja noch was. Also wenn ihm noch was einfallen sollte,
Egal, was für eine Kleinigkeit es auch sein mag, bitte sagen Sie mir Bescheid, ja? Ja, natürlich. Auf jeden Fall. Ich hoffe, dass Felix auch ganz schnell gefunden wird. Das ist ja ganz schrecklich da mit dem Jungen, was da passiert ist, ja? Keine schöne Geschichte. Ja, gut. Ja. Also meine Nummer haben Sie ja, ne? Nummer habe ich. Na, dann danke ich Ihnen trotzdem. Ja, schönen Tschüss, Tag. Tschüss, Lukas. Mach's gut. Hallo. Ach Quatsch. Ja, es passt auch gerade überhaupt nicht, natürlich. Passt aber gut ins Bild. Ja. Mhm. Gut, dann sehen wir uns später. Alles klar. Aber danke für die Info. Nee, war sehr wichtig. Ja, bis dann. Tschüss. Ja, das war jetzt gerade der Privatdetektiv und Herr Wolf ist nicht mehr im Haus sozusagen. Das Haus ist verrammelt. Es sieht so aus, als würde er längere Zeit nicht zurückkehren wollen. Und auch bei der Firma geht nur noch der AB ran. Ich denke mal, das sieht so aus, als würde sich Herr Wolf absetzen. Und das spricht Bände. Mal sehen. Die Polizei verdächtigt Nina Wolf, ihren Sohn Felix gekidnappt zu haben. Sandra Lorenz und Anwalt Niklas Dittberner setzen alles daran zu beweisen, dass Ninas Mann hinter der Entführung steckt. Halbfranzose Pascal will den Sechsjährigen in seine Heimat verschleppen, nachdem er seine Frau geschlagen und gefangen genommen hat. Das habe ich doch die ganze Zeit gesagt. Na gut, wir mussten aber vom Arzt hören, dass es so ist. Ja, klar. Und dann ist noch was anderes, ganz Wichtiges. Herr Wolf ist nicht mehr in seinem Haus. Der scheint da für längere Zeit nicht mehr wohnen zu wollen. Das Haus ist verrammelt. Bitte? Ja, also es sieht so aus, als würde er erstmal weg sein. Ja, aber was ist, wenn der Felix mitgenommen hat? Ja, bitte. Hallo. Lukas, na sag mal. Schön, dich zu sehen. Ja, Entschuldigung, dass wir hier so reinplatzen. Aber der Lukas hat was ganz Wichtiges wegen Felix zu erzählen. Mhm. Komm, erzähl mal, was du mir erzählt hast, Schatz. Bitte, bitte, Lukas, sag doch, was du weißt, ja? Also, da war so ein Mann und er hat zu ihm Papa gesagt. Mhm. Hat der Mann noch was gesagt? Ja, dass er meine Mama umbringt, wenn ich davon etwas erzähle. Ich hab Angst. Ach, Schatz, du brauchst keine Angst haben. Dir tut keiner was und mir auch nicht. Genau, kleiner Mann. Die Mama hat recht. Euch passiert jetzt nichts mehr. Jetzt passt die Polizei auf euch auf. Und sie würde ich bitten, mit ihrem Sohn noch einen kleinen Moment bei einer Kollegin zu warten. Ja? Geht ja, das in Ordnung? Ja, natürlich. Hast du ganz toll gemacht, Lukas, wirklich. Jude, kannst du mal kurz... Das habe ich doch gesagt. Der bringt doch den Felix weg. Das ist ein starkes Stück gesehen, Junge. Bitte, bitte, Sie müssen ihn unbedingt finden. Er ist bestimmt schon unterwegs nach Frankreich. Ja, ich denke, das Beste ist, wir schreiben Herrn Wolf und den Jungen zur Fahndung aus und versuchen gleichzeitig das Handy von Herrn Wolf zu orten. Das werde ich gleich in die Wege leiten. Und ich verspreche Ihnen, wir machen jetzt wirklich alles Menschenmögliche, um die beiden so schnell wie möglich zu finden. Oh, das wird auch langsam mal Zeit. Jetzt kriegst du aber Unterstützung. Also ich hoffe einfach nur echt, dass wir jetzt noch nicht zu spät sind. Ja, weil wenn der Wolf den Jungen über die Grenze gebracht hat, wird es wirklich schwer, ihn wieder zurückzubringen. Nach der Aussage von Felix Freund setzen die Beamten alle Hebel in Bewegung, um Pascal Wolf zu finden. Schnell orten sie sein Handy auf einer Landstraße, heften sich an seine Fersen und können zusammen mit Niklas Dittberner den Kidnapper stellen. Bleiben Sie mal stehen! Bleiben Sie mal stehen! Wo ist Ihr Sohn? Der ist mal pinkeln. Wo ist er pinkeln? Ja, komm gleich. Felix? Hier rüber, Herr Wolf. Kommen Sie. Felix? Kommen Sie rüber. Ja. Das Handy aufs Dach legen. Hände ins Auto, Beine zurück. Ich habe keine Waffe, nichts. Ja. Die Überzeugung uns selbst. Ja. Papa, wer sind diese Leute? Das ist die Polizei. Das sind die Guten, okay? Ja, Wolf. Sind jetzt Handfesseln angelegt? Ja. Du, pass mal auf. Ich soll dir schon die Grüße von deiner Mama ausrichten, weißt du? Und die freut sich total, dich wiederzusehen. Ja? Wo wollt ihr denn hin? Paris. Auto, Paris. Papa, fahren wir jetzt nicht mehr? Nein, wir fahren jetzt nicht mehr nach Frankreich. Frankreich, ja? Ja, Sie können mir doch nicht einfach meinen Jungen wegnehmen. Nee, darum geht's auch gerade gar nicht. Aber Sie doch einen Jungen entführen oder wie einsteigen. So, und du fährst bestimmt mal nach Frankreich. Mit deiner Mama oder so. Dein Papa hat eine Menge Mist gebaut. Das
weiß wahrscheinlich auch. Also ich bin ehrlich gesagt wirklich froh, dass die Polizei jetzt endlich das Handy orten konnte von Herrn Wolf, denn wir hätten ihn andernfalls nicht gefunden, das ist klar. Und das wiederum war eigentlich nur deswegen möglich, weil es der kleine Lukas gesagt hat, dass Herr Wolf halt auch seine Mutter bedroht hat. Und ich denke, dadurch ist die Polizei auch wieder umgeschwenkt und hat jetzt die ganzen Maßnahmen veranlasst. Also kann nur sagen, Respekt, Lukas. Niklas Dittberner hat Nina Wolf und Sandra Lorenz die freudige Nachricht sogleich telefonisch überbracht und ist mit Felix schon unterwegs nach Hause. Die junge Mutter kann ihr Glück kaum fassen und es nicht erwarten, ihren Sohn endlich wieder in die Arme zu schließen. Felix! Oh, ich dachte, ich sehe dich nie wieder. Oh, mein Schatz. Mama, hat dir Papa wehgetan? Ach, mein Schatz. Papa wird uns nie wieder wehtun, das verspreche ich, ja? Wo ist denn jetzt eigentlich Pascal? Ja, die Polizei hat ihn mitgenommen, ne? Der wird nun bald nicht mehr auftauchen. Ist vorbei. Hey, Felix. Hallo. Na, ich bin Sandra, die Freundin von deiner Mama. Ich habe schon ganz viel von dir gehört. Ohne sie hätten wir dich nie gefunden. Naja, zumindest nicht ganz so schnell und wenn wir nicht Herrn Dittberner gehabt hätten, wenn ich nicht zufällig über den Haufen gerannt hätte. Also ich würde sagen, wir waren dann irgendwann ein gutes Team. Oh, ich weiß gar nicht, wie ich euch danken soll. Ja, top, Nummern austauschen, wie sieht's aus? Ja, ich denke das, auch. Du solltest dir auf jeden Fall mal deine Telefonnummer aufschreiben. So, dass ich dich auch absichtlich anrufen kann, ne? Ja, und die von Herrn Dittberner, den wirst du sicherlich noch brauchen. Vielleicht auch für die Scheidung, die jetzt ansteht. Oh ja, stimmt. Ich bräuchte Ihre Nummer auch noch mal. Und dann Zusammenstoß, da ist ein wichtiges Dokument weggekommen. Und die Staatsanwaltschaft nimmt mir das nicht so ganz ab, weil das beweist so ein bisschen die Schuld meines Mandanten. Also, ich kriege da gerade ein Problem. Oh, also, ich müsste dir vielleicht mal sagen, dass wir da zusammengestoßen sind. Wäre echt super, wenn Sie das bestätigen könnten. Naja, okay, bin auch so. Das kann ich auf jeden Fall. Nina Wolf kann endlich in ein selbstbestimmtes Leben starten. Mit ihrem Sohn, einer neuen Freundin, einem Scheidungsanwalt und ohne ihren Mann. In einem späteren Verfahren verurteilte das Gericht Pascal Wolf zu 18 Monaten auf Bewährung.